Kapitel 10 Geisterbürde. Der Aufprall schleuderte sie seitlich gegen die Wand aus Häuten und so prallte zurück, fand ihr Gleichgewicht wieder und streifte die umherschwirrenden, hartschaligen Käfer ab, die sich an ihre Haut hefteten, bevor sie ihre hungrigen kleinen Mäuler in sie graben konnten. Die Dinger fielen aufs Deck, huschten einen Moment lang blind umher und verschwanden dann in den Spalten, als wäre das Schiff des Bipeden bloß ein weiterer Leichnam, an dem sie sich laben konnten. Unter ihren Füßen waren die Triebwerke verstummt. In der Stille spürte sie, wie sich die Myrocore der Schwerkraft überließ, die Veränderung der Durchzugskraft mit einem tiefen, erschöpften Seufzer durch seine tausenden winzigen Verbindungen und Konnektoren umleitete. So vermochte immer noch nicht zu sagen, ob sie abgestürzt waren oder ob die Landung einfach bloß ein wenig unsanft gewesen war. Sie wartete, kaum atmend, während die Triebwerke kleckend abkühlten und schließlich verstummten. Von draußen konnte sie den Wind hören. Das Geräusch brachte eine Art fremdartiger Trostlosigkeit mit sich, die von irgendwo außerhalb der mit Durastahl verstärkten Außenhöhle hereinsickerte. Sie spürte, wie sich die Haut auf ihrem Rücken mit einem Frösteln zusammenzog. Es war, als wären sie in irgendeinem fensterlosen Kriechkeller am Grunde der Galaxis gelandet, an einem Ort, dem es unerklärlicherweise an Ein- und Ausgängen mangelte. Ihr Blick schweifte zur Orchidee zurück, in der Hoffnung auf eine Erklärung darauf, zu verstehen, was sie fühlte. »Da draußen ist irgendetwas schiefgegangen«, dachte sie. »Spürst du es?« Auf der anderen Seite des Raums ertönte ein tiefes Keuchen, das sie aufschrecken ließ. Wieder stand der Wipede in der offenen Luke. Mit einer Hand umklammerte er seinen Speer und mit der anderen einen zusammengerollten Schwung Felle und Häute. Er warf ihr die Felle vor die Füße. »Sieh das an!« So rührte sich nicht. »Was wollen wir hier?« »Hol die Pflanze!« »Antworte auf meine Frage!« Er drehte sich um und marschierte wieder hinaus. Diesmal ließ er die Luke hinter sich offen, eine unausgesprochene Aufforderung, ihm zu folgen. Haftete seiner Schroffheit außer Ungeduld noch irgendeine andere Komponente an? War dem Kopfgeldjäger genauso unbehaglich zumute wie ihr? So blickte er auf den Stapel Felle und Pelze hinab. Sie waren plump zu Fäustlingen, Stiefeln, einer Mütze und etwas zusammengenäht worden, das wie ein Umhang aussah. Sie kauerte sich hin, streifte die Stiefel über die Füße und stellte fest, dass sie trotz ihrer Sperrigkeit gut genug passten, als sie sie fest um die Knöchel schnürte. Ihr wurde bewusst, dass die Felle frisch waren. Sie konnte noch die Überreste des Lebens derer spüren, die sie einst als Haut getragen hatten. Es war, als würde man sich Schichten ruheloser Geister umbinden. Sie hob den Umhang auf, schlang ihn um die Schultern und griff nach oben zu dem versiegelten, transparenten Laborpaket, in dem sich die Orchidee befand, um das Paket von dem Kabel zu befreien, das es fixierte. Die Orchidee schien zu erzittern und ihre Blütenblätter nahe ihrer Hand flach gegen die Wände des Behältnisses zu drücken, als würde die Wärme sie anziehen. Die Blume murmelte vor sich hin. Nicht laut, sondern in ihrem Kopf. In einer von tausend Sprachen, die sie nicht verstand. In einer obskuren Sprache aus Summ- und Zichlauten. Sie trat in einen langen, schmalen Korridor hinaus, der von unregelmäßigen Lichtern erhellt wurde, und folgte ihm nach vorn durch eine weitere offene Luke. Hier wurde der Gang sogar noch enger und die Decke senkte sich ab, bis sie schon dachte, irgendwie den falschen Weg eingeschlagen zu haben. Als sie ihre Schultern vornüber beugte, um sich umzudrehen, wurde so bewusst, wie entsetzlich kalt es war. Eine abrupte Böe arktischer Luft schlug ihr ins Gesicht und gegen die Unterarme. Sie wandte sich, erschrocken und mit offenem Mund um hinten in ihrem Rachen den ersten Hauch eisenschwangerer Kälte zu schmecken. Weiße Flocken wirbelten die Einstiegsrampe empor und dem kränklichen, blassgrünen Schein der Landelichter erhaschte sie einen ersten Blick auf den Ort, an dem sie gelandet waren. Sie standen nicht auf irgendeiner Art von Landefeld. Falls es da draußen so etwas gab, hatten sie es vollkommen verfehlt. Die Landschaft außerhalb des Schiffs war nichts weiter als eine weite, schneeumtoste Steppe von Weiß auf Weiß. Der Sturm trieb ihr einen dünnen Tränenfilm in die Augen und so wischte darüber, um ihren Blick zu klären. In der Ferne, jenseits der Einöde, konnte sie gerade noch die zerklüfteten Gipfel ausmachen, die einer schwarzen Spinalsäule gleich in die Höhe ragten.
Die Silhouette dieser Berge haftete etwas gleichermaßen Unregelmäßiges wie sonderbar Vorsätzliches an. Ein Moment später wurde ihr klar, was sie da vor sich hatte. Das waren überhaupt keine Berge. Sie versuchte zu schlucken und merkte, dass ihre Kehle wie ausgedörrt war. Die eisige, trockene Luft hatte alle Feuchtigkeit aufgesaugt, sie vollkommen ausgelöscht. In ihren Armen gegen sie gedrückt, hatte die Orchidee angefangen, immer wieder dasselbe sich wiederholende Geräusch von sich zu geben, als käme sie über einen bestimmten Gedanken nicht hinaus. Ein zwanghafter, stotternder Laut, den sie ganz und gar nicht mochte. Die Spitze eines Speeres berührte ihren Nacken, direkt über dem groben Saum des Kragens. »Beweg dich«, sagte Tulks Stimme hinter ihr. Zoes Füße rührten sich nicht vom Fleck. Sie schienen an Ort und Stelle festgenietet zu sein. »Warte«, erwiderte sie, ohne sich umzudrehen. »Diese schwarzen Formen dort in der Ferne, das sind...« »Ich weiß, was das ist.« »Welcher Planet ist das?«, fragte sie schwach. »Ziost.« Die Speerspitze tippte ein wenig gegen ihre Haut, doch es tat nicht weh. Sie war viel zu versunken in dem, was vor ihnen lag, um Schmerz zu fühlen. »Wir hätten nicht hierher kommen sollen«, sagte sie. »Hier herrscht ein Maß an Toxizität, von dem ich nicht weiß, wie es sich auswirkt. Es ist...« »Beweg dich!« »Du hast keinen Droiden, den du rausschicken könntest, um die Atmosphäre zu analysieren, bloß um sicherzustellen...« Die Speerspitze stieß fester zu, beharrlich. Jetzt schmerzte es. So ging die Einstiegsrampe hinunter. Ob nun von frischen Opfern oder nicht, sie war sofort dankbar für die Stiefel und die Felle, für den schweren Pelz um ihre Schultern und den Hals. Der Schnee lag nicht tief. An manchen Stellen war die Oberschicht fest genug, dass sie tatsächlich darauf gehen konnten. Doch der Wind war durchdringend. Ein Präzisionsinstrument mit Nadeln anstelle von Zähnen, der sogar ihre winzigsten freiliegenden Hautpartien fand und attackierte. Innerhalb von Minuten war ihr Gesicht eine taube Maske, die Wangen schwer und leblos. Sie richtete den Blick auf die schwarze, schiefe Gipfelgruppe am Horizont. Sie waren jetzt näher dran. Und jede anfängliche Ähnlichkeit mit Bergen war längst verflogen. Den Ruinen und Steilhängen haftete ein derbes, mechanisches Aussehen an. Und die Siedlung, die sie bildeten, wirkte, als sei hier das riesige Skelett irgendeiner uralten Maschine. So groß wie eine Stadt, so groß wie ein Planet, halb im Schnee vergraben worden, allein gelassen, während es noch lebendig genug gewesen war, um sich selbst wieder auszugraben. Und inmitten von alledem, eine Achse gleich, um die sich alles drehte, ein großer schwarzer Turm. Der Turm ragte geneigt in die Höhe. Ein schiefer, monolithischer Pfahl aus glattem schwarzen Fels, wie das Grabmal einer lange toten Gottheit. Selbst von hier aus wirkte der halb in Trümmer liegende Komplex zu seinen Füßen zwergenhaft. Ein guter Pilot hätte oben auf dem flachen Dach einen Langstreckenfrachter landen können. Im Inneren der oberen Stockwerke schwirrten und schimmerten rote Lichter, deren wechselhaftes Muster den Schleier des Schneefalls mit einem arterienroten Schein überflutete. Es war, als würde man die Digitalanzeige eines Gehirns vor sich sehen, das den Verstand verlor und abstarb. Das Knirschen von Tulks Schritten wurde langsamer und verstummte ganz, als er letztlich stehen blieb, und so senkte den Blick auf das, was unmittelbar vor ihnen lag. 20 Meter voraus fiel der Boden ab und eine Art primitives Tor ragte vor ihnen auf, verkrustet von Eisklumpen. Sie war sich der Stille hier wohl bewusst. Der Wind schien abrupt beizudrehen, um sie in eine Nische vollkommenen Schweigens zu versetzen. So nahm einen Atemzug und hielt die Luft an, ehe sie schließlich laut die Worte aussprach, die sie heimsuchten, seit sie das Schiff des Kopfgeldjägers verlassen hatte. »Das ist eine Sith-Akademie.« Der Uipede marschierte weiter. Das unausgesprochene Schweigen seiner Bestätigung traf sie sogar noch härter, als sie erwartet hatte. »Welcher Planet ist das?« Er ignorierte sie. »Warum sind wir hier?« Er schlich um sie herum zum Tor,
Ungeachtet seiner Größe und seiner beeindruckenden Statur zögerte er, als er sich näherte, als wüsste er nicht ganz genau, was von diesem Punkt an auf ihn zukam. »Es geht um die Orchidee, nicht wahr?« Tulk drehte sich zu ihr um, den Speer in der Hand. Sie sah Eisbrocken in seinem Haar baumeln. Seine Augen waren in Schatten versunken. »Du tust gut daran, Angst zu haben«, sagte sie. »Was immer da drin ist, ist schlimmer, als du es dir auch nur vorzustellen vermagst. Ich versuche bloß, dich zu warnen«, fuhr sie fort. »Wie du weißt, bin ich eine Jedi. Ich kann spüren.« Dann geschah etwas, irgendein Abbruch der Bewegung, als wäre die Zeit selbst ausgetrickst worden, mit einer List aus ihrem rechtmäßigen Ablauf gerissen. Bevor sie sich versah, bohrte sich ein Eiszapfen des Schmerzes, eine einzelne sternförmige Spitze, auf als in die Unterseite ihres Kinns. Und als Zoe ihre Augen öffnete, sah sie Tulk geradewegs vor sich stehen, die schwarze Spitze des Speers nach oben in ihr Fleisch gestoßen, so tief das Blut kam. Er hatte sich schneller bewegt, als sie es jemals für möglich gehalten hätte, sogar noch schneller, als ihre verstärkten Wahrnehmungskräfte auch nur registrieren konnten. So wich zurück, befreite sich. »Was wollen die Sith mit der Murakami-Orchidee?« Tulk blinzelte sie einmal träge an, das Blinzeln einer Kreatur, die es vorzog, ihre Zeit allein zu verbringen. »Du kannst es mir jetzt sagen«, fuhr sie fort, »oder mich töten. Aber ich schwöre dir, dass ich keinen einzigen Schritt weitergehen werde, solange ich nicht weiß, was da drin auf mich wartet.« Sie dachte an alles, was sie über die Akademien gehört hatte. Brutstätten der Dunkelheit, so schwarz und giftig, dass sie von ihrer ureigenen besonderen Art des Bösens loderten. Unvorstellbar für jene, die es noch nie mit eigenen Augen gesehen hatten. Selbst diese finsteren Orte wirkten rein, verglichen mit dem widerlichen Gefühl der Verseuchung, die von diesen merkwürdigen, halb verwüsteten Bauwerken vorher ausging, von ihren Pfeilern und dem schwarzen Turm, der alles überragte. »Und du weißt doch bereits, dass die Orchidee ohne mich nicht überleben kann.« Eine ganze Weile antwortete Tulk nicht. Tatsächlich sogar so lange, dass Zoe sich fragte, ob er die Absicht hatte, sie vollkommen zu ignorieren. Doch einen Moment später sprach er. »Hast du je von Darth Gabris gehört?« Zoe spürte, wie sich tief in ihrer Brust etwas verkrampfte. Diese Verkrampftheit war ihr vertraut, wie das emotionale Echo einer längst vergessenen Kindheitswurst. Sie entsann sich, dasselbe Gefühl in dem Moment gehabt zu haben, als das Schiff gelandet war. Und jetzt hatte es einen Namen, Darth Gabris. Sie fühlte, wie ihr Blick unerbittlich zum Turm zurückgezogen wurde. »Er will die Pflanze«, sagte Tulk, »und ich bringe sie ihm. Für diesen Auftrag wurde ich angeheuert.« »Ich verstehe.« »Nein«, meinte Tulk, »tust du nicht.« Er schüttelte den Kopf. »Aber das wirst du noch.« So versuchte zu sprechen, doch alles, was über ihre Lippen kam, war ein Krächzen. Tulk starrte sie vom anderen Ende des Speers aus an. Ein stummes Ultimatum, das mehr aussagte, als Worte es je vermocht hätten. Einen Moment später trat sie durch das Tor.